So, während hier wieder fleißig geballert wird, heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag und wir machen heute weiter. Ja, mit dem nächsten Fort, würde ich sagen. In der letzten Folge haben wir unter anderem einen Marineauftrag gelöst, nämlich den mit dem Treibholz. Captain ist am Steuer. So, gucken wir mal, was wir noch so haben. Ja, Hauptmission und so, das müssen wir auch noch irgendwann mal machen, aber jetzt nicht. Und zwar haben wir... Nee, Charlotte möchte ich nicht. Hier sind zwar noch mal einige Schiffe, aber nein, das will ich jetzt gerade nicht angehen. Wir reisen auch nicht nach Chinchorro. Wir müssten eigentlich hier unten hin. Und zwar nach Navassa. Wir sind ja hier, das heißt, wir müssen hier einmal runterfliegen. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Aua. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Nicht jetzt. Das machen wir danach in der Folge. Würde ich mal so spontan sagen. Solange wir hier nicht im Sperrgebiet sind. Solange wir hier nicht im Sperrgebiet gerade unterwegs sind, ist es eigentlich egal, was die an die Schiffe machen. Wir dürfen sie jetzt nur nicht angreifen. Eins haben wir ja letzte Folge angegriffen mit Level 34, glaube ich. Ja, es ist der letzte Vor, der eigentlich zumindest jetzt ansteht. Wie bist du? 36. Ja, du hast ein bisschen Sachen an Bord, aber die kann ich jetzt nicht angehen. Das mache ich nicht. Möchte ich nicht. Wir wollen heute ein Fort erobern. Das ist das große Ziel. Ob wir das hinkriegen, weiß ich noch nicht. In der vorletzten Folge war das. Haben wir ja so ein bisschen... Ja, Probleme gehabt. Würde ich mal so spontan behaupten. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen was abgekriegt, weil ich nicht ausparken konnte. Gut, muss sagen, aber bei dem letzten Vor war ja das Problem. Bei dem letzten Vor war ja das Problem, dass wir. Noch ein paar Schiffe gegen uns hatten. Auf das hoffe ich jetzt natürlich mal nicht. Vielleicht habe ich ja Glück, dass es... Da ist er schon. Fragezeichen. Ich hoffe nur, dass wir, wie gesagt, keine Schiffe gegen uns haben. Boah. 9 Stücke sind das? Ernsthaft? Erwarten Befehle! Feuer! Die
Gegner feuert! Gegner feuert! Hat sich ja voll gelohnt gerade da. Feuer! Halt ihn von den Minen fern, recht in der Fischfutter, Captain! Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Sind bereit, Sir! Sie feuern, Sir! Gegner feuert! Hat sich natürlich voll gelohnt, ey. Ja, natürlich. Jo, wieder einmal haben wir ein paar Schiffe, die sich liebend gern einmischen wollen. Wollten. Das ist super. Ich hasse das, wenn das... Ich finde, ich muss da noch mischen machen. Ich kann da nicht zugucken. Ich muss da unbedingt noch... Unser Kurs heute, Captain, ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freunden die Briten zurechtschutzen. Was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Eine halbe Insel Jupiter. Kannst du ihm denn vertrauen? Bin mir nicht sicher. Er hat eine Art, mir das Gewissen zu reden, dass es mir schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Wieder ernsthaft. Gehen wir nicht auf den Senkel. Feuer! 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 Sie feuern, Sir! Feuer! Feuer! Wir werden natürlich wieder verlieren. Wir nehmen mal gerade ein bisschen kurz raus aus dem Dings. Irgendwo Möglichkeiten. Das Schiff kann ich doch nicht von dort aus. Muss ich doch echt zum Dings, ne? Check to upgrades. Ne, ich hätte gerne ein bisschen. Kann ich nicht das Schiff reparieren? Nee. Kannst du knicken hier? Wenn die Schiffe sich nicht dauernd, wenn der Gegner sich nicht dauernd einmischen würde, ist ohne Probleme wahrscheinlich geschafft. Kann ich nicht da irgendwo hin? Warte mal, die Frage ist, wenn ich immer wieder ein neues Spawn rübergehe, ich muss ja das Schiff, muss ja irgendwie da wieder hin, ne? Ich weiß nicht, wie weit ich, wenn ich jetzt neues starte, wie weit das jetzt wieder zurückgesetzt wird, weil ich befürchte, dass es... Oh, das war keine Absicht. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Que el destino le sonría. Ich befürchte, dass ich da nicht rangehen kann. Das wird zu viel werden, weil ich muss ja mal... Warte mal. Die Frage ist, was kostet noch eine Gesundheitsstufe mehr? Kann ich die nicht da irgendwie ran?
Die hätte ich die Kohle, aber nicht. Ich brauche 200 Metall und 100 Metall und 200 Holz. Schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Toulouse Zucker zeigen wollte. Ziemlich weit weg, Leute. Ja, ich will eigentlich gerne... Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bye. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Metall ist immer gut, aber... Feuerfester. Es war Feuerfester an Bord. Du auch. Ihr habt alle nur Feuerfässer, warum? Die Säcke habt alle nur Feuerfässer an Bord. Ich hätte gern irgendwie... Tried to jump the five off it and landed in the rift. That's a lie. This wonderful ram, sir, it grew two arms abreast. One grew out of his shoulder blade, the other turned into a mast. That's a lie. To crew the good ship Jack, toys, handsome, dog, and brave. The finest crowd of sailors that ever sailed over the wave. That's a lie. Die Frage ist, mal eine andere Variante zu probieren. Nicht zu sagen, wir reden mit dem Schiff dran, sondern wir holen uns die ganzen Leute da oben weg. Das wird wahrscheinlich nicht machbar sein, oder? Backbord, schiffbrüchiger Seemann, auch... Das wird wahrscheinlich nicht machbar sein, oder? Blöde Frage, nächste Frage. Bin ich überhaupt richtig hier? Also ein bisschen. Doch, wir sind richtig. Ja, alles gut. Was? Geht das irgendwie? Zu sagen, komm, versuchen, scheiß drauf. Wo bin ich denn da? Sie feuern, Sir! Ach, da ist das Schiff!
Ernsthaft? Ey, wieso bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Mann! Kriegst du nicht hin. Ach, Mann, ich will diese Scheiße vorerobern. Wenn die nicht sich jedes Mal wieder ihre scheiß Schiffe bringen würden. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wobei wir erstmal das Ding hier. Um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg lag er. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Ah, geht mir doch nicht mal auf die Senke, Leute. Kann ich da nicht ran? Kann ich da echt nicht ran? Dann halt nicht. Den ich jetzt voll gehen kriegen, oder? Ja. Großsegel setzen! Herrlich, dass du natürlich dich wieder einmischen musst hier. Feuer! Geh weg! Feuer! 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 Mann! Lass mich doch einfach in Ruhe hier auf den Scheiß der Scheiß annehmen. Ja, schön. Danke für fürs Einmischen, ey. Wir kommen aus 500 Milliarden Kilometer Entfernung, aber wir kommen dazu und helfen dann noch. Ah, oh Mann, ich. Ja, wisst ihr, wir probieren es jetzt noch einmal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann breche ich hier ab. Und dann gehen wir in die Hauptmission. Weil es macht dann irgendwo auch keinen Sinn, sich da die ganze Zeit durchzugehen. Was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ich bin nicht weit weg. Er hat unser Joker. Aber er hat eine Art, mir das Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Na super. Ich kenn's auf den. Ja, okay. Dann hat sich das schon mal erlebt. Feuer! Ja,
Der erste Verteidigungspunkt ist schon mal Geschichte. Feuer! Feuer! Sie feuern, Sir! Feuer! Feuer! Wir haben sie abgeschüttelt, Sir. Ja, wir haben sie abgeschüttelt, Sir, aber wir sind auch tot, weil wir es nicht, weil wir es einfach können. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn so. Wir gehen raus aus der Nummer. Das macht keinen Sinn. Das sind zwar vier Schiffe, aber ja, die tun natürlich extrem Aua machen. Wenn die nicht da wären, dann wäre es vielleicht eine Nummer einfacher, aber. Nee, wir brechen es hier ab. Es macht in meinen Augen 0,0 Sinn, da irgendwas zu riskieren. Was ist das hier? Das ist nicht schon. Deswegen werden wir jetzt hier rüber reisen, nach Cordoia, und werden uns die Hauptmission widmen, weil wir einfach ein bisschen verdienen müssen. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, wir brauchen Materialien. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir was anderes machen. Bis dann, tschüss!